Aus welchen Bereichen gewinnt man Kennzahlen im Produktionscontrolling? Fragezeichen. Achtung, die Frage heißt, aus welchen Bereichen gewinnt man Kennzahlen? Nicht wie lauten Kennzahlen im Produktionscontrolling, sondern aus welchen Bereichen gewinnt man sie? Okay. Dann fangen wir mal an. Natürlich Produktionscontrolling. Produktion bedeutet Maschinen, also maschinenbezogene Kennzahl. Das Wort, das dahinter kommt, ist immer Kennzahl. Deswegen kürze ich das ab. Dann natürlich Produktion ist man vom Wort her nicht weit entfernt von Produktivität bezogene Kennzahl. Dann, wenn man die Sachen produziert hat, muss man sie distribuieren. Dann sind wir bei der Logistik. Logistik bezogene Kennzahlen. Dann, wer macht das alles? Und schon sind wir bei Mitarbeiter bezogenen Kennzahlen. Und schließlich und endlich müssen wir auch schauen auf umweltbezogene Kennzahlen. Ist ein großes Thema geworden in den letzten, ja, Jahrzehnten, muss man schon sagen. Umweltbezogene Kennzahlen. Ja, also Anteil von Abwasser zum Beispiel am produzierten Endprodukt. Das ist eine umweltbezogene Kennzahl. Also maschinenbezogen, produktivitätsbezogen, logistikbezogen, mitarbeiterbezogen und umweltbezogen. Das ist nicht vollständig, aber das ist schon einiges. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.